Stuttgart. Nein, Name ist Andreas Üller. Ich bin Redaktionsreiter bei S3RW Comedy, also die Arschspabteilung hier in Baden-Baden. Oh, jetzt habe ich die Bs vertauscht. Hier in Baden-Baden. Das ist eine tolle Sache. Wir machen Scher-Söhne, skustige Lecks, also Wöhne-Schitze. Also, ja, wie soll ich sagen, Adio-Runterhaltung. Ja, oder auch mal zum Stoik. Industriedesigner wollte er eigentlich werden. Hat stattdessen ein bisschen Musikwissenschaft studiert, ist irgendwie beim SWR hängen geblieben und leitet heute die SWR 3 Comedy-Abteilung. Ja, das ist unser Reich. Wir sind eigentlich nur zum Spaß da. Das ist unser Kemal, das ist unser Quotentürke. Der kommt eigentlich aus Stuttgart. Merhaba arkadaşlar, selam, hoş geldiniz. Ja, okay. Hier am Computer übt der 45-Jährige ein, was später im Radio oder auf der Bühne zu hören sein wird. Du Westerwelle, du kannst doch so gut Englisch. Naja, some say so and some say so. Was heißt denn jetzt eigentlich dieses Shitstorm? Shit. Also wörtlich übersetzt. Nee, jetzt mal von der Bedeutung her. Das ist ein Sturm der Entrüstung, eine Empörungswelle. Eine Empörungswelle. Ach, und in Deutsch heißt es dann Westerwelle. Ich mache mir schon so ein subjektives Abbild von demjenigen, den ich dann da imitiere oder parodiere. Ich sage immer parodieren. Das geht ja darum, die Person völlig übertrieben erkenntlich zu machen. FDP-Wähler sind wie Gletscher. Wenn man sie kalt stellt, dann sind sie fort. Das ist aber nicht, im Prinzip auch egal. Ich weiß, dass ich mein Amt als formalischer Bumsminister Wirtschaft Technologie gerne aufgegeben habe und jetzt Fraktionssitzender mache und Filippino Rössler, unbezahltes Praktikum, freie gerade schon mal da belängert hat und jetzt Parteivorsitzende macht. Ich als Fraktionssitzender kann meine Arbeit, das habe ich schon unter Beweis gestellt, genauso schlecht fortführen wie Birgit Homburger. Und drittens habe ich vergessen. Ich mache das irgendwie ganz automatisch. Ich stelle mir die Figur vor. Ich sehe die natürlich im Fernsehen und sehe auch Haltung, Gestus. Und beim Schröder damals, nicht so irgendwo, oder beim Kohl, dass er so quasi in den Hals einfällt. Das war ein sehr schöner Staatsbesuch in Freiburg. Da bin ich selber dann einmal besucht worden, ja, vom Altkanzler. Ja. Das war überhaupt kein Spaß. Die Maike hat unseren Geländewagen dort direkt in den Graben gesetzt. Ja. Über eine Stunde hat der Kranwagen gebraucht. Ehrlich? Ja, und dann noch 5 Minuten fürs Auto. Da habe ich ja so viel Kohl gemacht, dass ich mittlerweile in der Lage bin, die Zunge zu drehen. Ja. Also, ja. Die kann ich jetzt wirklich einmal rumdrehen. Ne? Das ist, war mir vorher nie so bewusst, aber da immer die ganzen Konsonanten entsprechend umgeformt hat. Das Einzige, was ich bisher verstanden habe bei Schiffsverkehr, war wie lernt man so etwas? Gar nicht, sagt Andreas Müller. Es sei halt eine Gabe. Privat sei er aber ganz normal. Keine Auffälligkeiten. Gerade Stromstörungen, aber Aussetzer. Manchmal das Mikrofon halt nicht. Das Tolle ist, wenn er die Größen aus Politik, Boulevard und Showbiz durch den Kakao zieht, schlägt oft auch seine musikalische Ader durch. Ich sehe Bäume in Grün, rote Rosen auch. Meine Orgel braucht keinen Strom. Ich hab einen Schlauch. Nazis im Garten, so 20 Arten, bekloppte Asis und Faschisten. Das sind die Leute, die Wüste Meute, über man die gern etwas wüsste. Mein kleiner brauner V-Mann steht draußen am Balkon, holleri, hollera, hollero. Ich bin natürlich ein politischer Mensch, mich interessiert schon, was, wie der Lauf der Welt weitergeht. Und das versuche ich alles irgendwo mit einzubauen. Und ansonsten kommt aber auch der ein oder andere blöde Gag. Ich meine, kennt ihr den Spruch, lieber die Oma verkauft, als noch ein Gag weggelassen, ne? Ich mach mein Ding. Hallöchen. Das ist aber eine große Kamera. Komm ich damit in den Fernsehen? Ein Tag mit Andreas Müller. Und man ist richtig gut gelaunt. Freche Satire, klasse Parodien und nur eine Frage offen. Wirklich noch keine Anzeichen von Persönlichkeitsspaltung? Kann ich überhaupt nicht. Weil da muss ich erst mal eine Mitte finden. Und die Kraft eines Schwarzeneggers und vielleicht auch die Gelassenheit eines alten Bundeskanzlers, man weiß es nicht, aber
Grundsätzlich interessiere ich mich mehr für Fußball. Schade, dass ich nicht mehr die deutsche Nationalmannschaft transportiere. Aber das macht doch ich, mich das nix. Ja, doch. Manchmal bricht's halt durch. Verloren und verblöden, das ist unsere Zeit. Man kann es kaum ertragen, außer man ist breit. Dann geht's, ja. Wir sind eins. ARD.